sie hat Geburtstag. So ein süßes Mermaid-Kostüm, aber ja. So. Hat sie hier so eine schöne Küche bekommen. Hier fliegt jetzt alles rum. Hallo Leila. So. Hier habe ich. Okay, genau, jetzt, das wollte ich euch zeigen. Ja, guck mal. Hace tiempo no tengo paz. Jetzt funktioniert es, also das Ding ist, also wir müssen jetzt, ne, ist ganz schlimm, wir müssen heute an Ossis Geburtstag constante. Wegen dem Unterhalt. Siguiendo el camino hoy, miro adelante, debo derribar esos muros. Was macht die Geburtstagsschwester? Was macht sie? Oh Gott, das ist schön. Lichter aus. Kamera aus. Ich spiele da eben. So, ich muss zum Markt, ihr Lieben. Babylon persigue. Zeig mal dein schönes Fahrrad. So nice. Ist das schön? Hat der Papa dir das geschenkt? Ja, oder die Hüfte? Ja. So, ich guck mal die Hüftburg. Zeig ich euch auch nochmal schnell. Diesen Lärm müssen wir jetzt den ganzen Tag aushalten. Hier ist der Generator. Und hier ist die geile Hüpfburg. Guck mal da. Ah ja, hier sind die schönen Stühle. Alles klar. Und hier ist die Hüpfburg. Oh. Gemacht, ne? Habe ich den Verdacht. So. Ich? Hauptsache ich nicht. Ich muss jetzt zum Markt. Sachen besorgen. Um eins kommen die Gäste. Jetzt ist es, glaube ich, 9 oder so. Die Schuhe habe ich im Auto gelassen. Hey! Hier müsste ich mich auch mal drum kümmern, so. Willst du mitkommen? Zum Markt oder was? Was ist das? In meiner Pflanze hier. Hä? Oh, hier müsste ich mich echt mal kümmern. Aber jetzt nicht, ne? Oh, das regt mich auf. Dann wollte ich noch erzählen. Also, aus dem Geburtstag war gestern. Heute ist eine Party. Das wollte ich erzählen. Dann noch erzählen. Jetzt, dann vergesse ich es immer, ne? Dann mache ich an und dann vergesse ich es wieder. Ich wollte noch viele Sachen erzählen. Ich habe auch so einen neuen YouTube-Kanal gefunden. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Super. Ich kann es aber, kann ja einen Link machen. Ich kann ja einen Link unten rein machen. Also die finde ich total cool, die Frau. Weil die,
gerade so gut verstehen. Ne? Also ich denke auch manchmal, wow, also krass, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe ja schon ganz gerne ein Haus. Also ich campe auch so total gerne, aber wenn das so ein Muss ist und so, sie muss auch so viel immer rumlaufen, so den ganzen Tag und so, das finde ich schon mega krass, ehrlich. Mega krass finde ich das. Ja. Dieses, dass sie es einfach so durchzieht, ne? Auch sehr so dann auf andere angewiesen, das ist schon krass, ne? Ja, aber die finde ich, also ich finde die voll cool und ich finde das mega spannend. Ich könnte mir da jeden Tag 10 Videos angucken von der. Das ist YouTube, wie ich es mag, ne? Das ist echt so, wie ich es mag. Und die hat früher so Howls gedreht, ne? Und jetzt auf einmal so krasse Authentik. So krasse Authentik gibt die, gell? Also ja, finde ich mega geil. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ne? Ich hoffe, dass jetzt irgendwie sich mal was auftut. Also ich glaube, sie wünscht sich auch jetzt mal so einen Platz, so einen festen Platz, weil das ist ja natürlich, denke ich mir so, also das denke ich mir, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass das auf La Gomera so ähnlich ist wie hier. Du kannst ja, also hier kannst du schon als Obdachloser dein Zelt aufschlagen und eine Weile bleiben, aber irgendwann wirst du vertrieben, gell, und dann werden alle deine Sachen in Müll und dann stehst du da und das ist ja auch nicht so schön. Also irgendwie hat man ja immer noch so ein doofes Gefühl wahrscheinlich im Nacken, also das denke ich mir so. Und ja, da wünsche ich mir echt für sie, dass sich da jetzt irgendwas auftut. Ne? Sie hat da, glaube ich, auch schon bei verschiedenen Leuten so mal geguckt, aber das hat ja auch nicht, kann ich auch so gut verstehen. Ich kann das einfach so gut verstehen. Ne? Also eine Geschichte, da war irgendwie, wurde dann so rumgenörgelt am erwachsenen Sohn, weil der halt nur rumgechillt hat. Ne? Und sie hat da auch so gesagt, ja, der hat viel gelacht, das war eigentlich eine super Energie und so. Das wird dann gar nicht gesehen, dann wird nur, oh, der ist ja faul, der macht ja nichts, jetzt mal 3 Tage lang. Sowas kann ich auch gar nicht ab und ich kann es so gut auch verstehen, ne? Dass sie dann auch denken, nee, ne? Ich kann die so gut verstehen, diese Frau, die ist, aber ich kann nicht sagen, dass wir uns ähnlich sind, weil ich bin laut und die wirkt so lieb und so ruhig und so lieb, echt. Das ist echt so lieb. Ich glaube, sie ist ja so lieb. Ja, ich bin nicht so lieb eigentlich. Na, also ich bin auch lieb im Herz, aber nicht so lieb. Die ist einfach ganz, ganz, ganz lieb und ja, bestimmt auch sehr, sehr sensibel. Und nee, sowas möchte man sich auch nicht anhören. Ich habe auch keinen Bock, mir irgendwas anzuhören, was andere Leute über meine Kinder ablassen. Nö. Bin ich doch Mutter, gell? Da bin ich doch die Mutter und nö. Ihr könnt ja über eure Kinder abrotzen. Ne? Ich kann ja über meine Kinder abrotzen. Das kann ich auch sehr gut. Das kann ich sehr gut. Ne? Aber nicht andere Leute und so. Ja, nee. Also so Situationen halt. Ne? Und ich stelle mir halt auch mal vor, ich denke mal so, ist total geil. Ne? So eine Gemeinschaft, Selbstversorger, dies, das, hin, her, alles super geil. Ne? Aber ich habe auch keinen Bock auf so eine Hektik. Ne? Ich habe auch ganz viele Sachen, überhaupt gar keinen Bock und deswegen kann ich es mir dann irgendwie doch auch nicht vorstellen mit anderen Menschen, ne? Außer mit der eigenen Familie, da kann ich mir das gut vorstellen, aber nicht so mit anderen, dafür gehen mir Menschen einfach so sehr auf die Nerven auch. Ja, auf jeden Fall super spannend, also da bin ich gerade so, ich freue mich total, da ja hier meine 2 Lieblings-YouTuberinnen haben ja ihren Kanal gelöscht, die ich immer am liebsten geguckt habe, ne? Also Hashtag authentisch, okay, ich mag es authentisch, sei einfach du selber und dann finde ich es super, okay. Egal wie du bist, ich finde es einfach super, wenn du du selber bist, das war's, okay. So, jetzt sind wir hier angekommen, jetzt kaufe ich noch so eine Handwaschseife für die Ossi und dann auf den Markt und dann später mehr, ihr Lieben, ich lasse euch im Auto, ich habe keinen Bock. Boah. Was war denn das jetzt? Weiter aufmachen. Oh. Wir kommen.
Das ist immer unsere kleine Belohnung. Ich habe hier noch nicht sowas, wo ich die Kamera befestigen kann, deswegen ist das ein bisschen doof mit dem Filmen, während ich fahre. Von daher mache ich jetzt aus. Tschüss! Mir läuft die Bude. Ich möchte jetzt aber noch den Satz zu Ende sagen. Also, ich würde lieber obdachlos auf La Gomera leben, mit ein paar Groschen, mit ein paar gepflückten Früchten. Ja, würde ich. Anstatt in Deutschland in Sicherheit, in Wohnung. Ja. Und das, wenn man darüber nachdenkt, fragt man sich schon, was geht denn ab? Warum finde ich Deutschland so schrecklich? Ja. Und ich bin ja seit 10 Jahren weg, ne? Da hatte ja diese Flüchtlingskrise noch nicht mal angefangen, ne? Also. Ja, ich habe mich da auch vorher schon gar nicht wohl gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt... Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie es wirklich ist. Die Menschen sprechen ja auch nicht offen drüber. Darf man ja auch nicht, sonst wird man ja vielleicht gesteinigt. Könnte passieren, ne? Man darf keine Fragen haben und man darf nicht. Man darf nichts. Man darf nur sagen, ja, super, alles toll, mir geht's so gut. Ja, ha. Das darf man, ne? Ja. Nee, nicht bei uns. Bei uns darf man auch weinen. Bei uns darf man auch weinen und schreien. Und man darf auch unglücklich sein. Das darf man. Ja? Oh. Ja. Also, komm mal her. Ja. Ich zeig's. Also, hier unten. Ja, an diesem kaputten Scheißdreck. Ich glaube, der dritte Nippel nach vorne. Nach vorne. Der dritte Nippel ist es, glaube ich. Der Schlüssel muss aber drinnen stecken. Ja. Lustig. Das kennt ihr auch nicht. Von uns Freundinnen, die haben nicht solche Schrottgurken. Wie wir immer, ne? Wir haben ja immer nur Schrottgurken. Aber ich liebe Schrottgurken. Ich liebe das. Och, Baby. Du bist jetzt ein bisschen gut gelaunt. Ich sehe da so ein kleines Grinsen in deinem Gesicht. Magst du mein T-Shirt? Guck mal, das T-Shirt, das habe ich mir in einem Secondhand geholt. Und ich dachte so, ja, The City, dachte ich hier so San Francisco und so, ne? Ich mochte das Design. Da sagt mir der Carlos, das ist für eine Basketballmannschaft. Oh, weißt du, die Oma mit einem Sport-T-Shirt, ne? Also, boah, hab ich auch gedacht, Mio. Ich hab auch gedacht, ich und ein Basketballteam unterstütze. Wo bist du? Was sind wir denn? Den einfach nur knutschen, gell, von morgens bis abends. Ein bisschen knutschen. Piep. Bop. Ja, also, wenn du das siehst, liebe Lara heißt du, ne? Ich verstehe dich total, auch wenn ich ein ganz, ganz anderes Leben irgendwie lebe, aber ich verstehe dich sowas von. Und ja, und ich bin zu dem Schluss gekommen, doch, verstehe ich. Und ich würde es genau so dann doch auch machen. Ja. Würde ich genauso machen. Mein Gott. Ich lebe ja hier auch. Also natürlich, im Vergleich lebe ich hier wie der Gott in Frankreich, muss ich sagen. Das wurde mir auch nochmal so bewusst durch diese Videos. Finde ich auch find ich ziemlich geil, ne? So, dass ich das dann nochmal so sehe. Weil ich natürlich schon manchmal denke, so, oh Mann, wir sind so arm, finanziell arm. Ne? Aber stimmt gar nicht. Das ist dann so ein Empfinden, ne? Aber trotzdem haben wir hier, also in Deutschland hatten wir ein riesengroßes Haus.
was mich aber nur belastet hat. Also es war für mich eine Riesenbelastung. Also ich habe nicht gedacht, oh geil, ich habe so ein großes Haus, ich habe nur gedacht, alles geht kaputt und ich soll dafür bezahlen. Jetzt werden wir gezwungen, eine Wärmedämmung zu machen. Und, ja, das war für mich eine Belastung. Aber hier haben wir halt wirklich eine kleine offene Hütte. Und ja, eine kleine offene Hütte. Wir haben viel weniger Geld, aber ich möchte ja noch nicht mal in Deutschland begraben werden. So ist es, ne? Aber vielleicht bin ich auch nicht mehr ganz dicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das auch Leute aus meiner Generation, die dann die Schnauze so voll haben. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann ich so nicht sagen, ne? Das ist nur ein Gefühl. Also nur vom Gefühl her fühle ich mich hier einfach frei und ja, ich weiß nicht. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Hier habe ich so einen Seifenschaum geholt, Lena, ne? Mhm. Und Bittermelon gab es zum Glück. Und was ist auch, weiß man hier rein, dann entdeckst du deine Kindheit wieder. Oh, das geht gerade gar nicht. Ich habe noch nichts gegessen. Ja, deswegen. Ich mach von meiner Nase weg, du Schwein. Ich. Oh, ich kotze. Weißt du, wie eklig das ist, wenn man noch nichts gegessen hat und sowas riecht? Ich habe auch noch ein paar Rambutans gegessen. Kotze. Haben wir noch Wasser? Hurricane-Wasser? Ja, wollte ich mitnehmen, neulich habe ich vergessen dann. Wollen wir jetzt nee, ich habe sogar gekauft, da habe ich gesagt, okay, für Campen. War ja ein einfach weg. Auch. Also wir haben keins. Haben wir alle weggesoffen. Also gesagt, warum denn? Naja, Wasser muss ja anzubieten sein. Und ich wollte so kleine Flaschen Wasser. Wieso hat das? Lena macht sich so einen Stress. Macht sich so einen Stress. Wegen einem Geburtstag. Das würde ich gar nicht machen, aber. Ja. Das muss ich ja selber wissen, gell, Ludo? Ja. Fonzi hat jetzt ja seine Freundin, die hat noch nicht den Führerschein, die hat nur so einen vorläufigen, so einen Permit. Das bedeutet, da muss ein Erwachsener daneben sitzen oder so, ne? Aber also wir sind da ja nicht so. Mit Führerschein und so ein Quatsch ist ja immer. Also komm, nerv nicht. Wofür braucht man denn einen Führerschein? Hm? Ja. Wofür? Sag mal. Also, Leute, die einen Führerschein. Und hier machst du ja auch. Das ist ja gar nicht wie in Deutschland, ne? Also wirst du gar nicht so getriezt und Ludo freut sich, mir ist gerade ein Stück runtergefallen. Ja, keine Ahnung. Also ich finde Führerschein, wenn ich daran denke, dass das in Deutschland Tausende kostet, da könnte ich mich schon wieder so aufregen. Deswegen, nee, lassen wir das Thema. Hab nichts gegen Fahrlehrer. Ganz nette Menschen mitunter, ganz, ganz nette Menschen, aber dieser Beruf ist halt so. Ich finde Berufe, so viele Berufe finde ich so abartig und so unnötig. Und ja, bevor da jemand drauf kommt, dann wird einmal so eingeredet, eingetrichtert, noch ein Nächer, dass man das unbedingt braucht alles, ne? Braucht man alles, ja. Braucht man alles. Ach ja, Miochen, die Welt, die Welt, die Welt, die Oma versteht sie nicht. Verstehst du's? Manchmal denke ich, der versteht mehr als ich. Glaubst du? Manchmal, ne, da guckst du dem so in die Augen rein und dann sagt er dir alles. Dann sagt er dir, was erklärt er dir die Welt? Gell? Mio Grande. Gell? Gell? Oh, ja, mein Schatz. Er ist so lieb. Er ist so lieb und so goldig und so niedlich. Und er hat auch die Oma so lieb. Das finde ich so niedlich. Aber ich denke immer denke ich so, oh, der Mio, also der ist sowas ganz Besonderes und so, ne? Wenn ich das so denke und dann fällt mir aber ein, ich glaube, das habe ich bei jedem meiner Kinder und bei jedem meiner Enkelkinder gedacht. Krass, ne? Und dann ist mir eingefallen, dass mein Urgroßvater, immer wenn dem wieder ein Urenkelchen auf den Schoß gelegt wurde, dann hat er gesagt,
So eins habe ich noch nicht. Ne? Und war wieder so ganz begeistert und so. Und ich glaube, das habe ich von dem geerbt, weil so eins hatten wir echt noch nicht. Oh. Oh, so eins hatten wir noch nie. Noch nie im Leben hatten wir so eins. So, ich glaube, der möchte ein bisschen Bubis haben, aber die Lena hat, glaube ich, gar keine Zeit dafür, ne? Die ist schrecklich, ne? Die hat gar keine Zeit, dir Bubis zu geben. Ist das schlimm? Nervt dich das? Ja, mit so einem süßen Schippchen da, oder? Sogar ein Schippchen hat er gemacht. Hä? Was ist los, Baby? Was ist los? Was gefällt dir nicht? Oh, da sind die Hunde, ja, streichel die mal. Ja, sag mal, hallo Robert, hallo Lulu. Ja, guck mal. Ja, das ist schön. Auch nicht schön. Auch nicht schön. Was ist denn schön? Also aufstehen, mein Süßer, möchte ich nicht. Weil hier, Leute, guckt euch den mal an. Dieser Brocken. Dieser Brustmilchbrocken. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht. Der will gleich aufstehen und ihm Wippe und ihm Sachen zeigen. Aber das ist mir auch zu anstrengend, gell? Ja, meine Nase. Müsste ich ihn mir in die Trage machen, gell? Das kann ich aber. Da bin ich noch nicht so mit dieser neuen Trage. Das ist ja noch nicht mal das nagelneueste Modell. Aber mit diesem neuen Modell kenne ich mich noch nicht aus, gell? Ja. Ja, was ist denn? Willst du ihn ein bisschen rumschleppen? Nee? Warum? Warum denn nicht? Weil er krank ist. Ach, so krank ist er auch nicht. Jetzt übertreibt. Er ist ein bisschen quengelig. Ein kleines bisschen. Quengelig! Er liebt, wenn ich singe. Immer von mir singen. Immer. Den ganzen Tag, ne? Wir singen dann immer. Und sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Weiter weiß ich nicht. Dann singen wir. Hey, oh, spann den Wagen an, wenn der Wind treibt, Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben, spann den Magen an, wenn der Wind treibt, Regen übers Land. Okay, 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 was denn? Was denn, was denn, was denn? Es spielt der Hirte auf seiner Schalmei. Schalalalalalala, schalalalalalala. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte auf seiner Schalmei. Schalalalalalala, schalalalalalala. Das singe ich immer. Und dann, aber manchmal singe ich auch. Auf den Straßen fließt der Eiter, der Verkehr geht nicht mehr weiter. An der Straße hocken Knaben, die sich an dem Eiter laben. Umba, umba, ja, ja, umba, umba, ja. Ja, solche rassistische, kolumbianische Lieder singe ich auch. Oder sowas, ich weiß gar nicht. Mundorgel, gell, Mundorgel. Gell? In dem dunklen Wald von Pagano. Lebte als ein wilder Räubersmann. Hey! Und er war der Schrecken aller Guten, weil er stets nur Böses hat getan. Wow! Das gefällt mir nicht. Doch? Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Und die Kokosnuss, wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss geklaut. Und die Kokosnuss, wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss geklaut. Ich kann auch nicht den ganzen Tag nur singen jetzt. Ja, guck, er wartet schon aufs Nächste. Er wartet schon aufs Nächste. So,
sag mir mal ein paar Liedvorschläge. Mein Hut, der hat Drecken, Drecken hat mein Hut. Und hätte er nicht Drecken, dann wäre er nicht mein Hut. Guck. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch singen? Er kann von meinen Sternen, landet er nicht gern. Es musste aber seine Spitze ging aus. Die Luke, die ging auf, es kam ein Mann heraus, er rief in alle Frauen, aha. Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, der Traum aller Frauen, du machst mich schwach. Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, bleib für immer hier, geh doch nicht fort. Das ist eklig, ne? Das hat nicht gefallen. Okay, okay. Okay. Was könnte ich, die habe ich schon gezeigt, musste nicht? Hab ich schon gezeigt? Ah, ich hab doch schon gezeigt, gell? 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 Die Luke, die ging aus, da kam ein Mann heraus, ne? Und ich düse, 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 düse ins Hauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Denn die Liebe, 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 die macht viel Spaß. Viel mehr Spaß als irgendwas. Suchst du vielleicht diese Frau? Ja, und vor allen Dingen diese zwei Bommeln. Der sucht die zwei Bommeln, die diese Frau hat. Hallo, hier bin ich. Guck mal, jetzt ist er beleidigt. Guck mal, wie er dich ignoriert. Der ist so geil. Guck mal. Voll geil, ey. Das ist so geil. Kuckuckuckuckuck, was im Park, lass uns dann singen, tanzen und springen, Frühling, Frühling, Frühling ist bunt. Dann kann ich ja wieder gehen. Ja, guck mal, guck ihn nur so an. Dann, Bubis. Das ist einer. Bubis. Aha, got you. Bubis, ich hab die Bubis. Remember? Oh, der ist so niedlich. But she actually has time for me. You only have boobs. Singen. Ich muss nur singen immer für den. Eine Windel! Ihhh, das Kind hat eine Plastikwindel an. Lilin hat keine Zeit mehr, weil das Kind hat gebotscht das. Rosilein, wo ist es denn? Ist es am Hüppe? Lela, 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 gibst du einmal der Uschi bitte? Bitte, sei so gut. Lena, weißt du, was ganz schlimm ist? Der Eingang ist nur so klein. Lulu, komm her. Der ist vorne. Das ist auch für Kinder. Ja, ich bleibe mit dem Arsch hängen. Wenn ein riesiger Mann da reinkrabbeln kann, dann kommt er. Ja, aber was ich nur meine. Falle eines Falles. Bin ich da schnell? Ja. Ja, doch schon Falle gekriegt. Weil Joanne und gucken, wie sie es dann schon erzählt. Dann kommt sie hin, her, hin, her. Bringst du das hoch ins Bad, danke. Ja, aber nicht zum Spielen, gell, zum Handywaschen. Einmal in der Stunde höchstens. Zwei Melonen, Bananen, Kohlrabi, Eier, Tomaten, Knoblauch, Ginger, Limonade. Gut, ne? Wasser, also, kannst du mich doch nochmal schnell tief machen. Jetzt gerade von dieses Freundin fährt gerade. Was? Ja, weil er wollte hoch zu seinen Freunden, er will das auch mal. Ich glaube, er will halt mich neulich schon gefragt, ob ich so. Ja, die hat so ein Permit. Die hat jetzt nicht License, aber ein Permit. Und die sind jetzt aufgefahren. Will ich mir jetzt Sorgen machen? Nee. Oh, das ist immer schlimm, gell? Wenn man so eine Locke. Auf oder? In den Teichen schwimmen Leichen mit aufgeschlitzten Bäuchen. In den Bäuchen stecken Messer mit der Aufschrift Menschenfresser. Umma, umma, yeah, yeah, umma, umma.
hace tiempo no tengo paz. Babilón me persigue y no puede hallarme. Me persigue en forma constante. Voy siguiendo el camino hoy, miro adelante. Debo derribar esos muros. No puedo vivir inseguro, no. Debo derribar esos muros. De este modo I and I seremos uno. Sí, el hombre contra el tiempo va. Quien tiene visión en la vida, nada lo detendrá. El hombre contra el tiempo va. Oh sí, quien tiene visión en la vida.